Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Featured. Und wir starten auf Server 22, 22. Und hier schauen wir als erstes auf die Taverne, denn ich habe noch Alu zu spielen. Ich habe gerade eben meinen Arena-Kampf gemacht, das heißt, wir müssen keinen machen. Ich schaue mal gerade auf meinen Charakter. Ich bin Rang 31 und werde bestimmt wieder sehr viel Post haben von unserem Kollegen Shoki natürlich. Der Tubo Hannes, der ist natürlich ein Netter, deswegen löschen wir gleich seine Nachrichten und löschen wir auch mal die ganzen Angriffe. Die Diala schreibt Events. Ups, da. Aus dem Forum. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, existiert der zweiwöchige Rhythmus bei den Events nicht mehr. Die Events finden nun jede Woche statt. Es gibt eine neue Reihenfolge. Diese ist wie folgt: Epic, Gold, Pilze XP. Dieses Wochenende ist also ein Gold-Event. Da haben wir also quasi sehr, sehr oft das Epic-Event. Das ist natürlich richtig krass. Wenn wir dann, oh Gott, so viele Pilze ausgeben, oh Gott, das ist ja dann, oh, das wird teuer, das wird viel zu teuer. Da muss man sich ja dann zweimal überlegen, ob man jedes Epic-Event blättert, weil dann lohnt sich das ja fast gar nicht mehr. Man macht quasi auf den hohen Bereich so gut wie gar keine Level mehr und blättert dann und kauft sich dann komplett neue Epics, die quasi nur ein oder zwei Attribute mehr haben. Also wird es sich auf jeden Fall nicht mehr ganz so lohnen. Auf jeden Fall Dankeschön an Diala für diese wunderbare Nachricht, dass ich halt weiß, wann jetzt die ganzen Events sind. Scheinbar halt jetzt jede Woche. Diala, hey, bitte einmal durch den Kopf gehen lassen. Wir, unsere Gilde, hat das Ziel, gesetzt, Pandora auseinanderzunehmen und komplett zu vernichten. Wir trommeln daher zurzeit alle Krieger über Level 150 zusammen. Ach, ist ja schön. Wer ist denn dieser Rippers? Die wollen Pandora vernichten. Ach, okay, das ist von, das war scheinbar Gildenintern. Oh Gott, egal. Es tut mir leid. Da kam, egal, wenn er uns welche Nachrichten schreibt, dann wissen die Leute halt, wie das am Start ist hier. Ich bin Stufe 234 und müsste eigentlich meine Begleiter ein Level hochleveln können. Dadurch, dass ich gestern ein Level-Up noch gemacht habe. Und wie gesagt, die Alu muss ich noch ein bisschen spielen. Im Waffenladen und Zauberladen brauche ich eigentlich nicht reinschauen, denn ich bin komplett epic equipped. Wir können skillen, das ist wichtig. Gold spenden wird nicht viel bringen. Deswegen werden wir skillen. Was haben wir? 1600, 1700, 1200, 1500. Bisschen Crit, bisschen Ausdauer, Geschick, Stärke. Ja, das war schon. Mehr kann ich schon wieder nicht skillen. Ich habe sehr viel Intelligenz in letzter Zeit geskillt wegen diesen verdammten Choki. Und was haben wir? 18 Freunde geworben. Juhu! Oh, ich habe neue Leute, neue Freunde geworben. Vielen, vielen Dank dafür. Der Jaubabula, vielen Dank dafür, dass du eine Einladung, deine E-Mail validiert hast und Pyrmas, Deutsch, beziehungsweise das ist schwer, 99 auch vielen Dank dafür, wer hat es denn noch gemacht? Vielen Dank an alle, wirklich. Jetzt habe ich mehr Attribute hier, mehr einen Bonus. Dadurch, dass ich jetzt 18 Freunde geworben habe, habe ich 12er Bonus. Leider geht es halt nur bis zu 12 Freunde, maximal plus 12 Bonus. Nun alles Gold außer die Stadtwache bzw. die Arbeitsstunden, da muss ich noch ein bisschen reinhauen. Da habe ich erst 1787 Stunden, da muss ich noch etwas reinhauen, damit ich dort auch noch Gold habe. Denn alles auf Gold, das wäre schon klasse. Also wir können hier noch drei Biere reinkloppen in uns, machen diese Quest hier mal und können nur eigentlich im Dungeon nicht vorbeischauen, sondern im Turm. Hier könnte dieser Kollege nun endlich fallen. Ich habe es gerade irgendwie im Urin, dass er fallen wird. Oder auch nicht. Okay, er wird doch noch nicht fallen. Von der AP und wie viel Schaden er macht, er wird nicht fallen. Nein, leider, leider nicht. So, wir können was ins Klo schmeißen. Ich habe gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kaufe ich mir einfach ein billiges Item, zum Beispiel dies hier. Oder lieber eins mit einem Attribut, das wäre sinnvoller. Hier Stärke. Zack. Oh, wir haben ja alles verskillt, sehe ich gerade. Unseren Bogen. Das ist unser Geschickbogen. Aber eigentlich können wir den auch weghauen. Obwohl, wenn Geschick. Ah, da brauchen wir eh einen neuen. Wir haben viel geblättert. Wir hauen den mal weg. Brauchen wir eh nicht mehr. Zack. 400 von 650 bekommen einen Magierstab mit Stärke. Interessante Kombination, ne? Und leider, also die Dungeons werde ich mir noch aufbewahren.
Und den Turm werden wir auch noch nicht schaffen. Vielleicht morgen. Mal schauen. Weiter geht's mit Server 23. Hier blinkt die Taverne auch. Hier habe ich auch noch alle zu spielen. Hier habe ich mich ja auch komplett neu equipped mit Blättern. So, jetzt haben wir auch nichts mehr hier. Mein letzter Arrow bin ich für heute hier auch fertig. Im Waffenladen brauchen wir eigentlich normalerweise auch nicht rein, schon genommen wie im Zauberladen. Da gibt es nichts, nur Tränke oder vielleicht irgendwo ein verschollenes Epic. Arena-Kampf habe ich auch schon gemacht. Die Gilde blinkt auch. Was haben wir hier? Machst gerade Video-Fragezeichen. Oh, der FK schreibt etwas. wir können mal wieder die Gilde angreifen, wenn wir das möchten. Wollen wir das machen? Oh gut, oh gut, die Guten, die wir angreifen können, sind gerade nicht frei, deswegen warten wir lieber. Deswegen, jemand hat mir geschrieben, auf Server 23, Lars, scheißegal, spend nichts, sondern skill dich hoch, damit wir die Raid schaffen. Das ist eine Überlegung wert. Werde ich das nun machen und umsetzen? Ihr könnt mir eure Meinung dazu bei die Kommentare schreiben, ob ihr das so haben möchtet oder nicht. Sehr viele Angriffe hier von Mystics. Was dieser Mysti, was will der von mir? Habe ich denn irgendwas getan? Er greift mir die ganze Zeit an. Ich bin Rang 24. Wow, ich bin Top 25, sehe ich gerade. Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und ich habe mir einen Tipp, habe ich bekommen von, beziehungsweise ich habe bei einem Video gesehen von Dreamscape, mal kurz reingeschaut. Als Tipp hat er gegeben, dass Leute, die Magier spielen, auch sehr viel auf Intelligenz, nicht auf Intelligenz, ist ja klar, sondern auf Ausdauer skillen sollen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich werde ein bisschen mehr auf Ausdauer skillen. Weil die Logik ist eigentlich ziemlich gut. Man muss quasi länger im Ring überstehen. Zum Beispiel gegen einen Krieger. Als Beispiel. Deswegen ist das doch gar nicht mal so schlecht, auf Ausdauer ein bisschen mitzuskillen. Deswegen verskille ich jetzt einfach alles. So, alles weg. Und im Dungeon, machen wir den Dungeon überhaupt weiter? Wir können... Ach Gott, ich habe gar nicht daran gedacht, die Begleiter hochzuleveln. Wir hätten ja eigentlich den Kuchenmann schaffen können. Dann hätte ich prozentual mehr Gold bekommen. Das war vielleicht gerade dumm, was ich gemacht habe, dass ich das jetzt alle verskillt habe. Arena-Kampf gegen Killer Niklas. Oh, das war knapp. Oh, nur noch Rang 25. Schade, schade, schade. Wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir trotzdem den Kuchenmann jetzt. Mit etwas Glück. Weil es war schon letztens ziemlich knapp. Ja, also gestern war es noch knapper. Da ist er fast umgefallen. Aber nur fast. Ja, warum ist es immer so knapp? Du kannst doch endlich mal fallen. Du bist doch der Kuchenmann. Oh, schon wieder so knapp. Und ich habe auch, ich hatte ja Mittwoch ein Livestream gemacht, ein bisschen zu der Challenge was gelabert. Und dort hat jemand geschrieben im Chat, ich soll bei dem Vorschaubild bei YouTube mein anderes Bild nehmen, weil das zu viel verrät. Meistens tue ich immer Bilder nehmen, wo du knappe Tries oder so sind. Das verrät ja nichts. Das ist ja nur ein Try von vielen. So, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen hier natürlich Alu weitermachen, ist ja klar. Und denkt da, beziehungsweise erinnert mich bitte daran, dass ich dann mit dem nächsten Gold meine Begleiter hochlevel im Turm, damit wir dann auch mal anfangen können, hier im Turm ein bisschen loszulegen, damit der lebende Kuchenmann endlich besiegt werden kann. Soweit sind wir auch fertig dann schon mit Server 23, machen weiter mit Server 24. Hier sieht es so aus, dass hier die Stadtwache läuft, ja, die läuft schon ziemlich lange. Und Gilde. Glumbi hat die Gilde verlassen. LOL, Fragezeichen. Hi, Zuschauer. Er ist gerade reinkommen und dann wieder gelieft. Sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, die Schaffwache wieder drin, denn ich möchte heute wieder keinen Dungeon machen. Ich möchte mir die etwas aufbewahren. Und jemand hat auch wieder unter die Kommentare geschrieben. Ich sollte mal so langsam die Kommentare mal einblenden, damit ihr auch wisst, wer es geschrieben hat. Dass ich meine Pilze mal aufbewahren soll. Oh, ich habe einen Spiegelteil. Damit ich dann quasi etwas mehr anrichten kann. Bei Events, dass ich quasi beim Epic-Event, weil das Epic-Event jetzt immer so früh kommt, dann habe ich vielleicht 15 Pilze, 15, 30 oder 20 Pilze und kann mir dann einen Epic kaufen. Das wird mir auch weiterhelfen. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache und erstmal Pilze ansammle. Also wie man sieht, auf Server 24 sieht so aus. Ich werde das ganze Gold einfach spenden in die Gilde, alles rein, weil ich ja eh keine Dungeons mache und skillen werde ich nun auch nicht. Arena-Kampf kann ich auch nicht, denn der Spiegel ist noch nicht fertig. Also der Spiegel muss unbedingt auf Server 24 fertig werden, damit wir richtig loslegen können, denn die Stadtwache bringt sowas von viel Gold. Wir sind zurzeit bei 64 und 80% Bonus. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben 4 von 50 Raids. Da wird, denke ich mal, noch einiges gehen.
Weiter dann mit Server. Wir können noch mal eben auf die Post schauen. Die ist immer noch voll. Ja, es tut mir leid, die ist noch voll. Server 2, United Kingdom. Hier können wir einen Arena-Kampf gegen Maxi 77 machen, den wir natürlich nicht besiegen. Im Waffenladen. Waffenladen. Oh, habe ich etwa endlich eine Waffe für unseren Krieger? Nein. Ich dachte schon, endlich eine neue Waffe. Drei Stück zur Auswahl. Und was ist? Nur Crap. Stärke 0. Ausdauertrank habe ich gar keinen drin. Also kann ich den billigen eigentlich kaufen. Das brauchen wir auch nicht. Alu ist durch. Stadtwache läuft. Aufs Klo muss ich noch. Und hupsala, ich wollte aufs Klo. Hallihallo, Hallöle. Das Glücksepik reingeschmissen, das kann weg. Gilde, schauen wir mal, was hier so abgeht. Oh, ein Gildenkampf. Da bin ich ja mal gespannt. Wann komme ich denn? Ich habe schon so oft über Spring geklickt. Da bin ich. Oh Gott, ob ich noch den schaffe? Den, aber den danach, welches Level ist der? 99, das könnte hart werden, aber nein, er weicht aus. Er weicht alles aus. Jawohl, ich tue ihn. Sehr schön, ich tue ihn. Wie gut ist das denn bitte? Einfach haben wir sie zerstört. Ganz einfach, ohne Probleme zerstört. 15.000 Gold in die Spendenkasse, in die Gildenkasse reingeklatscht. Zauberwaffe, da gab es nichts. Genau. Und im Dungeon machen wir jetzt mal einen Try und ich werde ein paar Pilze aufbewahren, aber vorher werde ich noch etwas Stärke skillen. Geschick etwas, Ausdauer und natürlich ein bisschen Glück. Und im Dungeon, müssen wir eigentlich den Sumpfmampfer, glaube ich, ja, den Sumpfmampfer versuchen. Obwohl, nee. Der Höllenzyklop? Das 238 zu 115. Oh, warum immer so knapp? Zum Beispiel, das ist wieder perfekt und das werde ich jetzt als Bild benutzen für meine Vorschau. Und was verrate ich denn da? Ich verrate nur, dass ich einen knappen Try hatte. Mehr nicht. Einen knappen Try. Vielleicht habe ich ihn ja im zweiten Try gelegt. Also, wir machen den zweiten Try und da haben wir wieder nicht gelegt. Aber jetzt den dritten Try, er muss jetzt liegen. Jawoll, da ist er down. Wunderbar. Ist er tot? Das können wir behalten für das Klo. Ich habe übrigens noch ein Glücksepi, das hätte ich auch noch ins Klo schmeißen können. Somit ist der Kollege auch down. Und wir haben was geschafft. Hier läuft die Stadtwache auch schon. Und Server 2, United Kingdom, sind wir soweit fertig. Server 8, United States. Hier läuft selbstverständlich auch schon die Stadtwache. Ich bin ja ein Guter und weiß das. Wir schauen in den Waffenladen, ob wir hier etwas Brauchbares haben für unseren Magier. Ich hatte ja letztens auf zwei Servern. Oh! Oh, Weltpremiere oder was? Oh, sehr genial. Guckt euch meine Tränke an. Wie lange läuft der noch? Bis zum 10.2. Bis zum 10.2. Wenn ich den wegklicke, übrigens kann man Tränke wegklicken, wie man sieht. So, draufklicken, dann ist er weg. Normalerweise. So, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich den reinkloppen. Bam. Das ist eine Premiere. Mit einem 100 Alu-Char von mir diesen Trank drin haben, ist eine Premiere. Jetzt denken alle, ich spiele 300 Alu. Waffenladen gab es auch nicht. Zauberladen haben wir die ganzen Tränke bekommen. Das sieht sehr gut aus. Die Post. Oh, hier hat auch jemand, ganz viele Leute wieder die Einladung angenommen. Vielen Dank dafür an alle, die die Einladung annehmen und die Einladung validieren. Also ihr müsst eure E-Mail bestätigen, damit ich den Bonus bekomme. Auch 33 Freunde geformt. Vielen Dank, Leute. Ihr seid echt spitze. Klasse Untertasse. Gilde, wie sieht's hier aus? Alles Gold in die Gilde habe ich gerade gemacht. Der nächste Raid am 9.2. Genau, wir wollen nämlich den nächsten Raid starten und wir brauchen noch Gold. Gold. Gold in die Gildenkasse. Wir brauchen Gold. Im Dungeon schauen wir auch vorbei, doch wir haben nicht geskillt. Mal gucken, was dabei rumkommt bei diesem kleinen Bob. Den haben wir einfach vernichtet, denn wir haben es voll drauf. Das ist ja klasse. Er ist tot. Machen wir den nächsten auch noch tot. Oh, bin ich ein Reimer? Meine Fresse. Nein, Crit. Oh. Ja, danke schön.
Dankeschön, Dankeschön. Zwei Dungeons eben weggekloppt. Wir sind so toll, wir haben's voll drauf. Wir sind Bob, 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 Bob. La 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 la. Das restliche Gold eben auch noch rein hier. Und so, Alter, es ist Server 8 heute, bester Server. Super gelaufen. Zwei Dungeons down. Trank des ewigen Lebens, so viele Tränke, richtig klasse. Spitze, so, wir werden angegriffen von SVK Revolution. Fährt zur Verteidigung melden, alles klar. Und somit sind wir schon wieder fertig für heute. Ein etwas kürzeres Video, dafür morgen wieder länger. Denkt daran bitte, morgen ab 20 Uhr der Livestream. Dazu wird es noch ein Ankündigungsvideo geben und wir rasten wieder morgen richtig aus. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.